Ich müsste ja noch ein Video machen zum letzten Fasten, beziehungsweise vom letzten Tag oder dass ich aufgehört habe, nach dem einen Konzept zu fasten. Ja, nach 7 Tagen habe ich das aufgehört. Einfach aus dem Grund, ich hatte jetzt hier schon mal ein Video zu gemacht, aber irgendwie habe ich das dann aus Versehen überschrieben mit einem mit dem Basenbaden-Video. Das ist komisch ein bisschen bei dem Programm. Ich hab's aufgehört, weil zwei Fasten hintereinander, also relativ zeitnah, hatte ich ja gemacht. Das ist schon anstrengend für den Körper. Also es ist ein bisschen zehrend durch die ganze Rückvergiftung, wie soll ich sagen? Also es ist so, dass bei der Rückvergiftung durch die ganzen, ja, die ganzen Stoffe, die gelöst werden, die wirken sauer auf den Körper und müssen neutralisiert werden, in Anführungszeichen. Und dafür werden natürlich dann Mineralstoffe benötigt, die basisch wirken, die ich in den Zeiten nicht sehr stark aufgenommen habe. Beim Saftfasten kann man die Aufnahme davon gewährleisten. Habe ich aber nicht konsequent gemacht, weil ich zu faul war, weil ich keinen Saft da habe. Da habe ich dann nur ein paar Mal in 28 Tagen, ein paar Mal halt wirklich nur ein bisschen Möhrengrün gehabt und ja, in Gurke ist auch nicht so viel. Mehr hatte ich eigentlich gar nicht gehabt. Einmal, glaube ich, ein Salat oder so. Und bei dem jetzigen Fasten hatte ich halt auch fast kein Grünzeug, weil das einfach ausgegangen ist und ich dann immer eine Woche warten muss, bis ich wieder am Naturkostladen was bestellen kann. Und jetzt wollte ich erstmal eine Phase machen oder bin dabei, eine Phase zu machen, wo ich so eine Aufbauphase jetzt quasi für den Körper machen will. Einmal mit einer vermehrten Mineralstoffzufuhr. Circa 50% werde ich durch Gemüse jetzt, also Gemüse und durch Sprossen. Wie kann ich den Satz sinnvoll abschließen? Zu 50% werde ich die Ernährung mit Obst und, Quatsch, mit Gemüse und Sprossen gestalten. Sprossen aber nur selten. Das ist eine Art Ergänzung und sind halt sehr günstig, chlorophyllreich und sehr, sehr mineralstoff- und vitaminreich. In der Anfangsphase in der Umstellung zu empfehlen. Gewisse Sprossen auch wieder nicht. Also Getreidesprossen sind nicht so gut, die wirken auch säuerlich auf den Körper. Besonders auch aber Buchweizen, die sind noch zusätzlich sehr schleimbildend, was nicht gut ist. Und dunkles Gemüse auf Dauer und Wildkräuter besonders auf Dauer sind meiner Meinung nach zu mineralstoffreich. Es sind zu viele erdige Stoffe, die, also man sollte sich eher Gedanken darum machen, dass der Körper nicht zu viel Mineralstoffe aufnimmt als zu wenig, außer jetzt in Extremsituationen wie bei mir zum Beispiel. 28 Tage fasten und jeden Tag intensiven Sport machen, dann muss man sich nicht Gedanken darum machen, dass man zu viel Mineralstoffe aufnimmt im Prinzip. Das ist nämlich so, dass die meisten Mineralstoffmängel halt daher kommen, erstens dadurch durch eine Rückvergiftung, dass die dafür aufgebraucht werden, deswegen sind die, will ich die Speicher, man hat Mineralspeicher, deswegen will ich die jetzt füllen, um nochmal irgendwann Fasten machen zu können. Oder halt, weil der Darm halt durch die ganze schlechte Kost total ineffizient ist, verschlackt ist. Dann gibt es auch genügend Videos auf YouTube, wo man richtig sieht, wo die Darmwände komplett dick eingekleistert sind mit Rückständen, mit dunklen schwarzen Rückständen. Und sieht man auch im Vergleich dann halt einen gesunden, sauberen Darm. Dass die Mineralstoffe nicht aufgenommen werden können. Und das
ist ganz egal, wie viel Mineralstoffe man aufnimmt und so weiter, man bleibt trotzdem in dem Mangel. Und da habe ich auch schon etliche private Berichte gehört, die dann sehr mineralstoffreich essen und ihre Mängel aber trotzdem nicht weggehen, auch nicht auf Dauer, nicht nach Monaten. Ja, und das ist halt der Grund dafür. Und deswegen ist es allgemein eher so, dass man aufpassen sollte, nicht zu viel Mineralstoff zu sich zu nehmen, als Angst davor zu haben hätte, zu wenig. Zu wenig zu haben ist schon relativ schwierig, wenn man einen gesunden Darm hat. Wo war ich jetzt überhaupt im Gesamten? Genau, die beiden. Ach nee, den zweiten Grund habe ich noch gar nicht genannt, warum ich aufgehört. Nee, nicht warum ich aufgehört habe, sondern zur Aufbauphase. Die zweite Sache ist, dass ich ballaststoffreicher esse, um den Darm regelmäßig durchzuputzen und die Verdauung anzuregen. Die beiden Sachen werde ich jetzt machen und halt mir auch psychisch mal wieder eine Pause gönnen. Das war auch wieder anstrengend. Ich habe von 75,5 Kilo jetzt dauerhaft auf 72,5 Kilo abgenommen, also nochmal 3 Kilo gelassen. Und das ist jetzt so, dass ich vom Gewicht her theoretisch eigentlich schon total zufrieden bin und sich das auch gut anfühlt, was halt das Wichtige für mich war. Und es ist sogar so, dass ich im Prinzip gar nicht weiter abnehmen will, aber wenn ich weiter entgiften will, nehme ich trotzdem automatisch weiter ab. Das kann ich nicht vermeiden. Und da mir Entgiftung sehr wichtig ist, auch allein für die Klarheit, die ich da mehr gewinne und das Wohlbefinden, werde ich das weitermachen. Auch wenn ich noch ein paar Kilo Fett lassen werde. Aber ich habe auch gemerkt, dass die Entgiftung jetzt schwieriger wird. Also ich kann weiter Fett und so weiter abnehmen, aber viele Gifte kommen dadurch trotzdem nicht raus. Dadurch, dass ich halt faste, kommen halt etliche Gifte raus, aber mittlerweile ist es so, dass ich einfach noch nur weiter abnehme. Wahrscheinlich wird ein Punkt kommen, wo ich trotz wenig Essen nicht weiter abnehmen werde.